Es stellt sich hier natürlich schon mal die Frage, warum hat man in München einen Rottweiler ohne Leine, ohne Maulkorb? Das ist wohl schon mal einer der großen Fehler, was man überhaupt nicht machen kann. Also einen Hund in der Innenstadt vollkommen ungesichert zu haben, weil es gibt immer wieder irgendwelche Reize, wo der Hund natürlich schreckhaft sein kann und irgendwie durch den Wind sein kann und auslösen kann. Also das ist schon mal einer der großen Fehler. Was das Wesen oder das Verhalten von dem Hund generell war, wissen wir jetzt natürlich nicht, können wir auch nicht mehr feststellen. Und was die Dame mit diesem Hund jemals angestellt hat, wissen wir auch nicht. Also auf jeden Fall sind da fatale Fehler passiert. Wenn ein Hund natürlich mal komplett durchdreht, dann ist es schwer, an den Hund wieder ranzukommen und mit dem Hund auch wieder normal zu kommunizieren. In dem Fall war es natürlich noch schwieriger, weil er eben zum Festhalten natürlich nichts dran hatte. Also den Hund dann irgendwie wieder ruhig zu stellen, wenn der komplett durchdreht, ist natürlich generell schon mal schwierig gewesen. Warum die Halterin ihren eigenen Hund überhaupt nicht mehr rangekommen ist und warum sie den auch nicht letztendlich festhalten konnte, sind auch nur Spekulationen, aber scheinbar ist der Hund so komplett durch den Wind gewesen. Sie haben ihn ja wohl noch einmal gehabt, sie hat ihn wohl auch noch mal fixieren können, aber dann ist er ja wohl noch mehr ausgekommen.